So, hi Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, und zwar League of Legends, ja. Mit Anna. Penis. Hallo. Genau, Penis Anna. Ich habe letztens mal Hi. probiert, LOL zu zocken, aber das war ein Schuss in den Ofen, also das ging gar nicht. Da habe ich die Bots fertig gemacht, aber jetzt habe ich ja hier eine Unterstützerin, die sich ein bisschen damit auskennt. Ein Also wenig, ein ein wenig, wenig. ja. So Level 25 ist noch nicht so gut. Weil ich ja wirklich keinen Plan, was ich hier machen soll, also. Nee, ist ja kein Problem. Also es kann sein, dass ich auch Scheiße laber. Also Ja, ne, so wenn ein jetzt paar irgendwelche Sachen. LoL-Fanatiker rumlaufen, Das die mimimi, sowieso. das ist falsch, dann entschuldige ich mich jetzt schon vorher Die gibt's dafür. überall. Ja, Muss genau. ich irgendwas machen jetzt hier? Oder warten? Nee, du musst jetzt gerade gar nichts machen. Das wäre jetzt Ah, erstmal wichtig. okay. Wen willst du spielen? Also, okay. Welche Lane möchtest du spielen? Also, Top, Mid oder Bot? Lane sind doch die Wege, oder? Ja, genau. Ja, genau, dann. Was ist denn Also. besser? Ich gehe unten lang. Unten. Ja. Okay. Dann, gut, dann gehst du unten, dann haben wir Fiddlesticks und Vuk. Okay. Warte, dann Ich muss kenne mich ich da gerade überhaupt nicht was aus mit den machen. ganzen Ja, ich muss hier gerade nur kurz was machen. Champions oder wie die heißen, ey. Du nimmst Ashe. Oder? Ashi. Welche, warte. Ja, Wo halt mache die ich mit? Ashe. Achso. Hier. Und Ah. zwar, wer ist ein Free-to-Play? Genau. Ja, die ist am einfachsten. Gut, ich Okay. spiele deinen Weil ich Support. habe letztens diesen Olaf genommen oder so. Irgend so ein Zwerg. Olaf, oh, Olaf gleich am Anfang. Okay. Ach so, und da bei diesen komischen, was ist denn das hier? Da steht gerade heilen und zerschmettern bei mir. Nimm Zerschmettern raus, das ist nur für Jungler. Jungler Ich sind die, die erkläre immer dir. zwischen den Lanes lang rennen, oder? Immer so, na okay. Oh no. Ja, ein bisschen, like mich immer ein bisschen da belesen, aber ich kenne mich noch nicht wirklich damit aus. Wie mache ich das jetzt hier? Ah, hier unten, ah, okay. Ja, erstmal gar nicht. Ich überlege gerade, mit wem ich dich supporte. Heilen Weil. und Geist. Keine. Ja, Wahrheit. mach rein. Mach rein, Geist. Also, wen könnte ich denn spielen? Könnte fies sein als Supporter, aber nein, ich bin erstmal nett. Mal wie einen starken aus. Die Bots sind jetzt auf normal, oder wie? Ja, vielleicht. Okay. Na, wie gesagt, auf normal habe ich voll verloren. Also, da hatte ich irgendwie einen Kill oder irgendwie 10 Tote oder so. Ich supporte dich zwar jetzt nicht, aber Hübsches ist Bild jetzt hast erst. du. Hä? Hübsches Bild. Mundo! Mundo! Mundo bekommt man im Late Game nicht mehr down. Das heißt, du kriegst den nicht tot. Das ist eigentlich ganz geil. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nur ausgesucht. Achso. Jetzt nimmt er auf. Okay, ich habe jetzt einfach mal fünfmal aufgenommen, keine Ahnung, aber jetzt nimmt er auf. Okay, super. Super. Also, weißt du, wie das ist mit den verschiedenen Lanes, wie man das spielt? Also, Nein. okay, dann erzähle ich dir das jetzt. Ein kleiner Crashkurs. Und zwar, du nimmst am besten die Sachen, die da am Anfang empfohlen stehen. Für dich. Ja. Ich muss irgendwo raufklicken. Ach ja, empfohlen, okay. Laufstiefel, Heiltrank und so ein Scheiß. Genau. Du nimmst aber am besten diese Klinge. Dorans Diese Klinge. Dorans Klinge, Okay, genau. und Die dann. nimmst du. Gehst du mit Na, mir kann ich ja noch runter. nicht. Okay. Dann kommst du mit mir runter. Warum spielt eigentlich eine Frau? Hast du mit Warum Absicht spiele ich gemacht? einen Mann? Das ist doch kein Mann, das ist irgend so ein Das Affe ist oder so. da. Nein. Das ist Okay. der Entflohene aus der Psychiatrie. Und das bin ich. Ja, das passt ja. Ja, genau. Und zwar. Top. Du läufst. Ich bin süß. Also, Gott sei Dank habe ich nicht Blitzcrank gespielt, weil der sieht so süß aus, wenn er läuft. Weil ich habe dafür den Skin, den Eye Blitzcrank. Und du kannst euch weiter verlaufen. Und dann watschelt er wie so ein Pinguin. Das ist so süß. Okay. Ich muss mich aber zu Ich. erkennen geben. Wir können einfach hier stehen. Das ist. Okay. Die Ich habe kommen jetzt da irgend ewig. so eine Plus-Dinger da. Front, Frostschuss, Self oder sowas, Halbichtschuss oder sowas. Muss ich da was anklicken oder? Also QWE. Deine Q ist der Frostschutz, deine W ist dieses kegelförmige, also diese verschiedenen Schüsse, und dein E ist das mit dem. Nee, Habe ich du Schuss. skillst als erstes, Q. ja, als erstes Q. Frag Okay. mich einfach immer beim neuen Level oder mach's einfach intuitiv. Das E musst du nicht so doll skillen. Mach erst Q und W und wenn es nicht Okay. anders geht, E. Ach so, und wenn ich jetzt zurück zur Basis will, was drücke ich da? B. Also dieses. Okay. Also,
Hier kommen gleich die Minions, aber ich kann es ja so mal erklären. Also Bot gibt es immer einen ADC, also einen AD Carry. Der bist in dem Fall du. Du holst dir die ganzen Last Hits. Das heißt, du greifst die Minions. Also ich kann sie auch angreifen, aber du tötest die Minions. Du musst auch die Leute töten. Ich kann die nur an. Die Champions. Ja, genau, die Champions. Okay. Ich hitte die für dich an, ich helfe dir. Aber es wäre schon gut, wenn du die dann erledigst, weil, keine Ahnung. Nee, weil es besser für dich ist, weil dann bekommst du das Geld und du musst Schaden machen und du musst das Geld haben, um dir gute Items zu kaufen, damit du dann später viel Geld hast. Ja. Und so weiter. Und halt auch gute Ausrüstung und so weiter. Der Supporter ist eigentlich dazu da, dass ich spiele jetzt gerade keinen, ist ein bisschen blöd, aber der ist eigentlich dazu da, um dir zu helfen, entweder wenn du kein Mana mehr hast oder kein Leben mehr hast oder halt an sich, wenn du irgendwie, wenn du Hilfe brauchst. Und der hilft dir halt in allen Dingen. Achso, halt, man kann doch irgendwie auch da so eine Gegner in den im Dschungel killen, oder? So eine Typen, ja, die immer ja, nur rumstehen. Halblang. Nee, es ist boah, so. Ist das laut. Ja, leider. Oh, wenn wir wieder tun, warte. Du musst aufpassen, dass du nicht stirbst. Ich kann dir nicht helfen, ne? Ich kann dich nicht mit leben irgendwie. Du kannst auch mal zurückgehen. Bekommen das hier ein bisschen alleine. Ich töte den jetzt, ne? Okay. So. Ja. Und jetzt will ich nicht auch noch sterben. So, ich gehe kurz zurück. Top spielst du eigentlich, spielt man eigentlich alleine, aber Botgame, die spielen immer zu zweit Top. Weil aber hier kein wieso? Jungler gibt. Okay. Die gehen nicht in den Jungle, die gehen nicht in die Büsche. Ist so, weiß ich nicht warum, ist aber so. So, und dann spielt man einen Off-Tank. Das heißt, du musst tankig sein, aber halt auch Schaden machen. Also oben. Die ganzen Begriffe, ey. Oben ist ja spielt man zum Beispiel Mundo. Aha. Mundo ist eigentlich ein Top-Champ. Mundo, eigentlich total bescheuert, dass ich den gerade Bot spiele, aber Bot-Game kannst du alles spielen. Ja. Und dann, die spielen auch total komisch. Shogat ist eigentlich ein Top-Champ, Morgana, Soraka sind beide Bot oder Mid-Champ. Das ist echt ein bisschen komisch gerade. Aber pff, so ist es halt. Ashi spielt sie schon gut hier unten. Und du bekommst halt Hilfe vom Jungler in einem normalen Game. Wenn du top alleine bist, bekommst du manchmal Hilfe vom Jungler. Das heißt, es wird gegankt. Und dann hilft er dir halt, denjenigen zu töten. Okay, und ich vergesse irgendwie ständig hier meine komischen Dinger einzusetzen. Ja, Kuh und den ganzen Quatsch. Ja, es wäre schon besser, wenn du das machen würdest. Und mit spielst du halt jemanden, der Schaden macht. Also das ist eigentlich so typischer Mid-Champ. Am Anfang musst du halt versuchen, auf verschiedenen Lanes zu spielen und dann musst du schauen, was dir am meisten liegt. Zum Beispiel, mir gefällt momentan sehr gut das Supporten halt auf der Botlane und oder halt Top-Lane spielen. Top-Lane spiele ich dann Teemo und Botlane entweder Blitzcrank oder Lux oder halt, ist ja egal, wer will. Und ja, und Jungler spielst du halt auch jemanden und der hat halt immer so eine bestimmte Route und die wird dann immer also die läuft ja dann immer ab und du musst halt versuchen, immer so irgendwie von der Seite oder von hinten an die Gegner ranzukommen. Genau, als Jungler, aber das musste ich jetzt erstmal gar nicht so viel stellen. Also unser Ziel ist halt, den Nexus von den anderen kaputt zu machen. Und du solltest vielleicht nicht so da stehen, weil die Tower greifen dich sehr fies an. Alter. Wie kann ich immer einen Trank benutzen? Zwei. Okay. Wow, die bringen ja extrem viel. Die Tränke bringen ja irgendwie gar nichts. Doch, die bringen. Die bringen was. Die bringen es eigentlich schon. Ein bisschen Leben. Ups. Oh mein Gott. Und Kuh kann ich gerade nicht einsetzen, warum? Musst du das aufladen oder was? Ja genau, manchmal musst du es aufladen. Also wie viel Gold hast du bis jetzt?
Du musst halt schauen, wie das mit dem Gold ist. 850. Genau. Und zwar nämlich, wenn du genügend Gold hast, kannst du mal zurückgehen. Ich muss jetzt zum Beispiel mal zurück. Wir können jetzt hier gerade noch die Minions machen. Und dann gehen wir mal beide zurück. Was ich ja nicht verstehe, ich drücke immer Q, dann läuft so eine Zeit ab, irgendwie 3, 2, 1, aber dann passiert nichts. Ja, nee, dein Q setzt du am besten nur für Gegner ein, weil das ist so ein Frostschuss, das heißt, die laufen langsamer, und die kostet Mana. Achso. Das Blaue, was da unten ist. Das bringt dir bei Minions nicht so viel, weil es nicht mehr Schaden macht. Das verlangsamt die nur, und das ist jetzt bei Minions nicht so schwierig. Wir können gerade mal zurückgehen. Geh mal nicht auf den. Gerade zurück. Wir sind glaube ich, ein Level voraus. Ja, genau. Mach das nicht. Am besten, du gehst immer in den Busch, wenn du dich zurückportest. Ja. Nur so als Tipp. Und dann können die mich nicht sehen, oder was? Genau. Weil nämlich, wenn du gegen normale Gegner spielst und du dich nicht in den Busch stellst, kann es sein, dass irgendwer von hinten ankommt und dich tötet. Ja. Und das kommt nicht selten vor. Die gehen auch in Büsche. Die hier gehen nicht in Büsche. Also es ist so, die bleiben auf ihren Lanes. Aber wenn ich jetzt im Busch bin und ein Gegner im Busch ist, dann sehen wir uns gegenseitig nicht. Doch, dann seht ihr euch natürlich. Dann seht ihr euch, ja klar. Aber die Bots gehen nicht in den Busch. So, sag irgendwas kaufen jetzt hier, oder? Mhm. Und was? Was wird dir empfohlen? Hol die Klinge. Die Klinge habe ich, Dorans Klinge habe ich schon gekauft. Das habe ich noch Beinschienen des Berserkers, Laufstiefel. Ja. Wenn du dir, du kannst ja am besten als erstmal, hast du schon Stiefel gekauft? Kauf dir mal Stiefel. Und dann, Ich habe jetzt noch 760. Genau, kannst du dir noch was anderes kaufen. Du kannst schauen, ob du dir einen Teil von der Klinge der Unendlichkeit holen kannst. Zu spät. Was hast du dir geholt? Gute Frage, die Beinchen erstmal und dann noch was anderes. Ich hab's vergessen, keine Ahnung, ey. Ich kann es ja gleich bei dir sehen. Du hast dir gekauft nur die Beinschienen des Berserkers. Nur die Beinschienen? Nee. Ich hab irgendwas anderes gekauft. Was denn? Ich schau gleich, wenn du wieder bei mir bist. Das sieht man doch. Jetzt kannst du drauf schauen, was das ist. Also unten links wird angezeigt, die Dorans Klinge und die Beinschienen. Ja, genau. Aber die Dorans Klinge hast du dir ja vorher schon gekauft. Also hast du nur die Beinschienen gekauft. Nee, aber irgendwas anderes noch. Für 500 noch was. Hä? Voll verrückt. Wie heißt denn das? Also dieses. Warte mal. Greif doch an. Oh, ich drücke mal linke Maustaste anstatt rechte, ey. Oh mein Gott, wo gehe ich hin? Boah, das ist, ich zieh gar nicht durch hier, ey. Los. Hab immerhin ein bisschen Schaden gemacht, das ist schon mal etwas. Ja, also, und du hast ein Assist bekommen. Ja. Genau. War jetzt nicht so geil bei dir, aber es ist in Ordnung. Ich muss jetzt dir auch nicht hier die Kills gerade einsagen. Bist du schon einmal gestorben? Ja, oder? Keine Ahnung. Ja, einmal. Genau. Ja. Ist ja nicht schlimm. Wir müssen mal schauen. Also, ich sag mal, die ersten 20 Minuten, wenn du jetzt in einem normalen Game spielst, ist es eigentlich so, dass du auf deiner Lane bleibst. Das heißt, du versuchst zu pushen, so weit wie es geht, aber halt auch nicht zu viel. Also du musst immer so ein bisschen abwägen, ist es jetzt gut, soll ich jetzt weitermachen oder ziehe ich mich zurück? Also es ist so ein bisschen taktisches Spiel halt verlangt. Mhm. Wir sind jetzt beide zum Beispiel, okay, er ist jetzt auch Level 6. Du musst halt versuchen. So, warum? Nö, der steht zu nah am Tower. Das bringt, wir könnten den zwar jetzt locker down bekommen, aber der steht zu nah am Tower und dann müssen wir beide zurückgehen. Es kommt noch einer. Oh, die Tristana, die geht eigentlich. Also, man kann die halt trotzdem angreifen, aber ich sag mal, es ist nicht so ratsam direkt am Tower irgendwie. Später, ja, wenn ich. Ach, ich hab meine Ulti sogar ready. Oh mein Gott, zurück. Ja, was ist Ulti? Genau, das wollte ich auch noch fragen. Oh mein Gott, ist deine R. Deine R ist deine Ulti. Deine ultimative Fähigkeit. Okay, also die stärkste sozusagen. Genau. Nicht immer die stärkste. Es ist so, entweder unterstützt, entweder ist es deine stärkste Fähigkeit oder es ist eine unterstützende Fähigkeit. Das heißt, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich regeneriere 12 Sekunden lang 40% meines maximalen Lebens. Das heißt, ich bekomme Leben dazu. Hm. Ich 20% meines aktuellen Lebens werden mir abgezogen. Das heißt, wenn ich nur noch 100 Leben habe, werden mir 20 Leben abgezogen und ich bekomme das 300- oder 400-fache davon wieder. Okay. Und zwar meines maximalen Lebens.
Und deswegen spiele ich Mundo nur auf Leben. Das heißt, ich kaufe mir nur Leben-Items mit ihm. Das heißt, dass ich ganz viel Leben habe, dass ich ganz viel Leben regeneriere. Und so musst du halt schauen, wie du dein Champion spielst. Also ist ein Tank oder sowas? Genau. Das ist, Mundo ist ein purer Tank eigentlich. Und er macht halt Gute dabei, er macht halt pro Leben des Gegners macht er Schaden. Das heißt, innerhalb von meinem... Guck, siehst du, wie viel Schaden ich mache? Ich mache halt relativ hohen Schaden. Versuch du den jemand jetzt zu holen, die Tristana. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Wenn die Minions angreifen, die machen nie so viel Schaden wie die Dings. Kannst du einfach erstmal versuchen, ein bisschen weiterzulaufen. Und versuchen, die noch zu bekommen. Ich kann mal gucken. Wenn du ihn nicht machst, mach ich ihn, ne? Ja, ne, ich sehe schon irgendwie. Ich versuch's zumindest. Okay, nee, zurück. Geh weg. Oh mein Gott, die. Geh weg. Ja, ich geh schon. Einfach nur weggehen. Ich geh mal schnell zurück zum Dings. Wie viel Geld hast du? 860. Ja, super. Ich vergesse immer überall rauf zu gucken, ey. Das ist. Du musst halt, es ist halt ein sehr taktisches Spiel. Du musst sehr in manchen Situationen sehr schnell sein. Weil ja. Dann siehst du auf einer anderen Line und jetzt hast du noch 150 Gold dazu bekommen, weil ich einfach nett bin. Ich habe noch einen Tower gemacht. Ich habe einen Tower gemacht, also ich habe einen Tower zerstört und dann bekommen alle aus meinem Team 150 Gold. Ah. Und wenn du die Chance hast, einen Tower zu machen oder selbst zu sterben, sterbe nicht. Oh, oh fuck. Gott, da war gerade noch ein Gegner. Okay, ich gehe kurz zurück. Mach das jetzt mal vorbildhaft und gehe auch in den Busch. Ich dachte, dann kam Mimimi. Ja, weil nee, vorhin stand ich nämlich mitten so auf der freien Fläche und bin ich gestorben, weil einer rufgejumpt ist auf mich irgendwie. Ja, das ist Tristana. Mach doch nicht. Und geh nicht drauf. Mach lieber nicht. Geh da jetzt noch nicht drauf. Ich schieß noch ein bisschen so die kleinen Minions ab hier. Okay, ich gehe zurück. Ja. Wir schießen, oh Gott, die kleinen Minions ab. Tot. Ja, der Champion, diese komische, wie ist die Tristana, die campt halt rum, ey. Zum Raketenwerfer oder sowas. Die können nicht mehr. Die hauen dich einmal an und gehen wieder. Wieso? Ich hau dich einmal an und dann bin ich wieder weg. So, das ist so von denen die Logik. Ja, musst halt probieren, du bist ein Fernkämpfer. Shogat schon mal überlegen, weil der Nahkämpfer ist. Das heißt, du kannst ruhig ein bisschen rangehen und auch die Minions machen, weil, also, das ist halt schon sehr wichtig. Oh mein Gott. Ja, wenn der dich sieht, geht er natürlich mit dir im Busch. Oh. Oh. Das wolltest du doch. Aua. Guck, jetzt geht der weg, das ist schon mal super. Dann haben wir die hier alleine und können die ganz, ganz leicht. Ich drück immer linke Maustaste anstatt rechte, ey. Ich mach die jetzt, ne? Ja. Okay. Ich habe zumindest einmal raufgeschossen, also vielleicht habe ich einen Assist bekommen. Aber du hast trotzdem keinen Assist bekommen. Nee, okay. Das sieht man immer an der Ecke. Ich bin mit Mundo schon fies. Ich hätte vielleicht am Anfang jemand anders spielen sollen. Es ist zu spät. Ah, da kommen wir nicht ran. Ja, warum kommen wir da nicht ran? Ja, rennst du hinterher oder was? Ja. Komm hier ein bisschen Leben zurück, als ich hier mit. Ich bekomme halt für meine Angriffe Leben zurück. Das ist so. Eigentlich ganz cool. Das haben wir nicht. Nee. Nee. Haben wir nicht. Aber ich habe dem Rise nochmal ein bisschen Schaden reingedrückt. So, und tschüss. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Ich will nie sterben. Ich gehe kurz zurück. Okay. Du hältst dich am besten ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich habe das noch nie gemacht. Das tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie eine schlechte Lehrerin bin oder so. Ich gebe mein Bestes, okay? Ja, weil einfach das Komplizierte ist mit den ganzen komischen Wörtern. Na, ey, keine Ahnung, Jungle ja, und das ist am Anfang sehr viel, aber du gewöhnst dich relativ schnell dran. Weißt du, als ich das erste Mal gespielt habe, meinten die zu mir, Anna, geh mal zurück. Was mache ich? Ich laufe zurück. Ja, na, hat gut gemacht. Ja. Ich wusste nicht, dass man sich zurück teleportieren kann. Da habe ich ein Video gesehen und dann haben sie immer zurück teleportiert. Deswegen. Ja. Ist natürlich einfacher, aber die laufen immer ewig. Hast du auf Englisch oder auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube auf Deutsch. Weiß ich nicht. Ich habe es mir gar nicht aufgefallen. Darauf achte ich irgendwie gar nicht. Mir ist halt wichtig, dass du halt als erstes mal auf Deutsch spielst. Wenn Englisch nicht deine Muttersprache ist.
weil dann hast du halt bessere Chance, halt irgendwas zu verstehen und dir die ganzen Sachen auch einzuprägen. Guck, jetzt bekommen die mich nicht mehr tot. Probier du den mal zu. Komm hier ran! Komm hier ran! Ja, ich komm schon. Soll ich ihn. Wo ist denn? Oh, komm, 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 geh einmal! Ja! Ja! Like a boss! Das war jetzt. Das. Na, nö. Das war jetzt gut. Ja, klar. Das war jetzt super. Diese Rack. Hallo. Na, siehste? 2, 1. Rummel. Okay, zurück. Ah. Also so ein Tor macht dir meistens Schaden, oder? Ja, ja, die. Oh, nee, 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 am Schluss nicht mehr. Da mache ich dann mehr Schaden als ein Tor. Oh mein Gott, ich muss zurück, glaube ich. Mm-mm. Wir sind schneller als wir. Nee, achso, die sind unterschiedlich schnell, oder was? Ja, natürlich. Du bist auch unterschiedlich schneller als ich. Wir haben jetzt ungefähr gleich viel. Hm. Geh mal zurück. Gehen wir mal beide zurück. Wie viel Geld hast du? Rein in den Busch. Ja, ja, geh in den Busch. Okay, okay. Geh, das ist am wichtigsten. Geh in den Busch. Das ist echt. Kannst du mich nicht sehen, okay. Genau. Das ist am wichtigsten. Wirklich, das ist echt am wichtigsten. Weil dir kann so viel passieren, wenn du einfach nur nicht in den Busch stehst. Und dann denkst du dir nur so, warum? Du kannst ruhig schon vorgehen, ich warte noch auf 20 Gold. Ja, ich guck mal gerade, was ich kaufen kann jetzt. Momentan kann ich gar nichts mehr kaufen, außer einen Heiltrank, aber. Hä, du musst doch da wieder rein. Was hast du denn für Geld? Stimmt. Warum hast du dir nochmal Schuhe gekauft? Weiß ich nicht. Verkauf die wieder. Wie mache ich das? Unten, da gehst du auf das Item in dem Shop und dann steht daneben Verkaufen. Also, warte mal. Wie süß. Also Schuhe stacken nicht. Ich habe Laufstiefel und Beinschienen, habe ich jetzt hier. Ja, dann mach die Laufstiefel weg. Verkaufen. Du brauchst nur ein paar Schuhe. Wie viel Geld hast du nur? 2100. Okay, warte, ich suche dir jetzt was raus, was du dir kaufst. Du kaufst dir Riesenschwert. Phantom Riesenschwert. Was ist es? Gibst es oben ein. Es ist Riesenschwert. Riesenschwert. Und dann siehst du, dass das von Blutdürster ein Teil ist. Und jetzt gehst du auf den Blutdürster und schaust, ob du dir noch das vampirische Zepter kaufen kannst. Und wenn du das dir kaufen kannst, dann kaufst du es dir noch. Siehst du, wenn du auf dein Riesenschwert gehst, siehst du oben angezeigt, was du dir kaufen kannst. Und geh mal auf den Blutdürster. Warte mal. Riesenschwert, Alter. Kannst du dir dieses vampirische Zepter kaufen? Ich guck gerade, wo der Blutdürster ist. Oder? Nein, geh auf dein Riesenschwert. Klick auf dein Riesenschwert. Ja, hab ich gemacht. Und dann steht da oben Teil von... Ja, da kann ich nichts kaufen. Ja, sollst du auch nicht. Da sollst du auch nur draufklicken. Auf die rote Klinge. Klick da mal drauf. Ja. Ja, draufgeklickt. Jetzt steht ein Langschwert irgendwie noch. Hä? Langschwert? Nein. Ah, nee. Na, Quatsch, nein. Blutdüster. Okay, 1650 brauche ich dafür. Und kannst du dir das, jetzt kommst du mit Top. Kannst du dir davon das vampirische Zepter kaufen? Vampirische Zepter? Das steht daneben. Das ist ach so, ein Teil von 800. Blutdüster. Nee, gleich. Ich kann noch warten. Ich brauche noch 50 dafür. Also jetzt noch 40 und dann habe ich's. Und das wird automatisch ausgerüstet, ja? Wie? Also wenn ich das kaufe, ist es automatisch ausgerüstet. Wie ausgerüstet? Und wenn ich mir das kaufe, ist es doch irgendwie unten drin bei 1 und 2. Ja, genau. Hä, wie ausgerüstet? Das ist keine Waffe. Das ist keine Waffe. Das ist einfach, das verstärkt deine Fähigkeiten. Ich wurde jetzt terminiert. Das verstärkt. Du bist doch ein Noob. Nö. Ich habe 3 Kills. Ich bin kein Noob. Jetzt hast du mir gekauft. So. Gut. Jetzt gehst du wieder runter. Alleine. Hopp. Achso, und den Score sieht man mit Tab. Ja. 1-1-2 habe ich. Ich habe 3-1-1. Ja, du bist besser. Nee, das ist doch kein Problem. Nö, nee, damit hat es ja nichts zu tun. Ich spiele einfach schon viel länger als du. Und trotzdem habe ich mich gerade blöd angestellt. Weil ich meinte, ich könnte es mit 3 Leuten aufnehmen. Oh mein Gott, geh zurück. Oh mein Gott. Du schaffst es gegen die. Du schaffst es gegen die. Der ist Rang 11. Ja, na und?
vollkommen egal, das ist ein Supporter, der kann nix. Okay, was weiß ich doch nicht. Ich sehe bloß irgendwie Champion, Rang 11, ich bin Rang 10, hau ich ab. Mm-mm. Jetzt irgendwie so ein anderer. Ich hab eben gegen 3 gekämpft. Warum kommen die denn alle runter? Weil das nicht so blöd. Deswegen hasse ich es mit Bots zu spielen. Hier unten ist niemand. Die sollten mal lieber in die Mitte gehen. Na gut, ja. Achso, und diese komischen anderen Gegner da, die da im Dschungel rumhocken, die müssen wir nicht angreifen, oder? Komm, brauchen komm wir mal nicht. Mit. Nö, die brauchen wir eigentlich nicht. Also die geben natürlich dir extra irgendwelche Fähigkeiten, die halt manchmal recht geil sind. Boraka, versuchst du gerade wegzulaufen? Ganz schlecht, Baby, ganz schlecht. Ich hab jetzt, was ist mit hier? Ja. Ja genau, mach mal dein Multi. Komm schon. Ich sterb jetzt. Oh mein Gott. Hab zumindest eine killt, glaube ich. Hm? Ich wollte die eine noch gerne killen, aber ich hab's leider nicht hinbekommen. Schade, Schokolade. So, achso, aufladen kurz. Ich hab mir gerade dieses komische, was war das, verzauberter Kristallpfeil oder sowas. Diese Ultima oder was das ist mit R. Ja. Ich hab ihn gerade gekauft und dann. Hey, wie kannst du dir das kaufen? Oder ausgerüstet oder keine Ahnung. Das ist geskillt. Geskillt, ja, genau. Ja. Geskillt. Das ist gekauft. Also, die machst du immer, wenn es geht, machst du die, rüstest du, also skillst du die. Ja. Weil es ist halt wichtig, dass du die hast. Also, ja, die doch ordentlich Schaden. Level 11 gibt's jeweils und dann nochmal Level 16. Hm. Also deine Ulti-Skillen. So. Ey, vielleicht bekomme ich den ja noch. Ja, ich komme auch gleich. Ja, nee, ich habe den jetzt so weit schon runtergepaukt. Ja und? Dann steal ich halt den Kill. Wow! No. Haben wir einen Kill-Stealer parat? Oh. Oh fuck. Jetzt bekommst du ihn doch. Schieß doch! Yay. Oh mein Goodness, Alter. Hau ab, hau ab. Oh, lauf. Hau ab. Oh, mir ist so warm hier, das geht gar nicht. Du musst dich ausziehen. Nee, das erst wieder heute Abend. Schneide ich raus. Nö, ist in Ordnung. Der schaut dir nicht die Videos. Ha? 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 Der schaut ja nicht die Videos. Also, ja, weißt du ja nicht. Wenn glaub du damit er bist. Nicht. Der weiß es ja nicht. Sag ich dem auch nicht. Der weiß ja noch nicht mal, dass ich LOL spiele. Nee. Ich hab ihn gefragt, ob er zockt. Er meint nein. Ich so, oh. Oh ja, dann. ich auch nicht. Nee, ich hab da nichts gesagt. Ich wollte ihn ja nicht anlügen. Er hat mich auch nicht gefragt. Also. Hm. Hat er wahrscheinlich gedacht, ich auch nicht. Doch. Manchmal. Ja, dieser Cho'Gath oder so, der hält voll viel aus. Also wie ich. Oh mein Gott, das sind da drei Champions. Ja, deswegen gehst du mal zurück. Gehst am besten zurück, es ist egal, ob da ein Tower fällt oder nicht. Ich hätte lieber Akali spielen sollen oder Teemo. Oh mein Gott, ich sollte echt zurückgehen. Oh mein Gott. Ja, jetzt, ich habe extra gewartet, weil da kam keiner auf einmal. Oh mein Gott. Ja, du siehst die nicht, weil da keine anderen Minions sind. Fuck. Jetzt hauen sie ab. Rennen in den Busch. Oh, soll ich mal diese komischen Golems angreifen? Nein. Und du solltest mir sagen, wenn die Leute weg sind von LA. Also, es ist auch noch so eine Sache, die du dann irgendwann lernen musst. Und zwar, dass du musst der Karte immer im Blick haben. Immer. Ja. Damit du siehst, wann die anderen Champions wo sind. Dass du die anderen vorzeitig warnen kannst, wenn die nicht da sind. Ja. Komm zum Mundo. Bist du wieder da? Bist du wieder da? Nee, ne? Wie bin ich wieder da? Nee, ich muss gerade in der Mitte sein. Ab einer gewissen Zeit schaust du, wo du helfen kannst. Und eben brauchten die in der Mitte Hilfe und deswegen bin ich in die Mitte gegangen. Du musst halt immer schön schauen, wo gerade deine Hilfe gebraucht wird.
Oder wo du helfen könntest. Weil unten bin ich ganz alleine die ganze Zeit. Ja, das ist egal. Du kannst ruhig da... Du hast einen... du bist relativ stark. Also, Ashley ist sehr stark. Der Cho'Gath kann sein, dass der runterkommt. Also, kann sein, dass du gleich Besuch bekommst. Hm. Ich versuche gerade die Mitte ein bisschen zu pushen, weil... der Tower ist gleich down. Oh, ich sollte vielleicht... Der Tower hat nur noch ganz wenig Leben. Und deswegen... Ja, das verstehe ich schon. Mit ist gleich down. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Und den möchte ich gerne machen. Yay! Okay. Wird das irgendwie auch angezeigt dann? Irgendwie in der Statistik mit dem Turm? Also, ja, ja, wenn genau. Wenn man den killt? Okay. Genau, wenn man den Turm macht, wird das auch in der Statistik angezeigt. Am Schluss kannst du es halt den sehen und dann... Irgendwie keine Ahnung. Bin ich schon wieder sterben. Diese Morgana stark? Ja. Weil die kann sich selber ein Schild geben. Und die hat relativ viel Leben. Hat sie gerade gemacht. Genau. Und wir haben eigentlich fast nur relativ starke Gegner. Das ist eigentlich, ich habe es ein bisschen blöd gewählt von den. Ja, aber ich wollte. Also es ist halt, es ist nichts eigentlich gegenüber dem, was sich erwarten wird. Das ist, da kann man aber niemanden darauf vorbereiten. Weil es einfach echt hart ist. Am Anfang. Wenn ich jetzt online ein Spiel suche, werden irgendwie die Gegner angepasst an mein Skill-Level irgendwie, oder? Genau. Ja, aber es kann halt natürlich sein, dass es Level 3 ist. Es geht nicht höher als Level 30. Dass es Level 30er Accounts sind, die sich einen zweiten Account angelegt haben. Ah, okay. Um Noobs fertig zu machen. Ja. Es gibt viele davon. Ich habe auch so einen. Ups. Much Pause. Nee, man muss da halt schauen, wie. Jemand da irgendwie. Ich sage, du solltest mal zurückgehen. Hm. Oder halt dich ein bisschen zurückziehen. Du musst nicht gleich an die Base gehen, aber du musst dich zurückziehen. Die beiden machen dich leicht fertig. Jo, ich merk's. Ich muss merken, dass ich ein Auge auf dich haben muss. Also ich merke schon, wenn irgendwie zwei oder drei Champions ankommen, dann hau ich lieber ab. Genau. Also einen schaffst du gerade so alleine. Er geht fast diese komische, wie ist die Morgana oder sowas? Die schaffst du nicht. Nee, nee. Die hab ich gerade geschafft. Aber fast geschafft. Ja, ja, fast. Down. Oh, ich sollte mal ein paar Sachen kaufen, egal. Nee, geh zurück. Kauf dir Sachen. Vollkommen egal. Kauf dir die Sachen, das ist wichtiger. Der Tor so geht viel? Zwar down, aber der geht eh wieder down. Wie viel Geld hast du? 2-3 gleich. Ja, hol dir auf jeden Fall was. Ja, wenn ich wüsste was. Hast du denn schon den Blutdüster gekauft? Ach so. Dann hol dir den. Ja, jetzt habe ich ihn. So, Klinge der Unendlichkeit. Such die, aha. Und dann skillst du dir die paar Sachen, die da übrig sind. Unendlichkeit, 3800, die kann ich noch nicht. Ja, aber du kannst die Einzelstücke davon kaufen. Ah ja, okay. Und das musst du machen, weil du wartest nicht so lange, bis du eins hast und dann... Sondern wie soll ich die skillen? Also es ist irgendwie auch eine Fähigkeit da unten oder nee, was? Nee, gar nicht. Du kaufst sie dir halt und dann kannst du dir sozusagen Teil für Teil kaufen. Ziel ist es halt irgendwie alle Türme zu zerstören und die Base kaputt zu machen, ne? Genau. Also, okay. So. Mundo! Gott, der ist so süß. Dann können wir eigentlich gleich mal auf die Turm raufgehen da oben, oder? Weil wir sind jetzt zu dritt hier unten. Nee, wir warten jetzt erstmal noch auf die Minions. Die Minions müssen vorgehen, weil sonst greifen uns die Türme an sich erstmal an. Oh mein Gott. Oh, Sugar! Oh, ich bin ja da unten, verdammt. Voll nicht aufgepasst. Oh, gegen 3 schaffe ich es nicht. Oh, gegen 3 schaffe ich es nicht. Oh, gegen 3 schaffe ich es nicht. Wieder zurück. Oh, gegen 3 hab ich nicht. Nein, das ist scheiße. Lalalala. Also ich soll auch zurückrennen. Wo gleich besser. Vielleicht nicht mehr. Wenn wir ein bisschen jetzt... Wenn ich jetzt hier drin campe im Busch, sehen die mich nicht. Nein. Ja, komm, hilf mir! Ach so. Ich hab sie alleine nicht. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Gar nicht. Nein, festgehalten, ich muss weg. Oh mein Gott, ich muss weg. Oh mein Gott. Scheiße. Das ist ein Problem. Ich geh mal schnell zurück zur Base.
Ih, was ist denn da? Diese Morgana, die sieht komisch aus. Irgend so ein Sack. So, was kann ich jetzt kaufen? Ich sollte vielleicht mal zurückgehen. Ja, oh ne, ich habe mal relativ gute. Im Lifehack. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Oh, ihr seid mal vielleicht wieder in die. Ich habe jetzt alle Sachen gekauft. Jetzt könnte ich demnächst bald die Klinge der Unendlichkeit kaufen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ich muss noch ungefähr 2000 sammeln. Ja, das ist super. Momentan haben die doch mehr Türme zerstört, oder? Als hier. Ist vollkommen von denen. Egal. Das hat damit nichts zu tun. Es kommt darauf an, wie es am Ende ist. Es kann sein, dass die schon in unserer Base sind und wir rushen dann durch und dann haben wir gewonnen. Das ist vollkommen egal. Not really sure how to. Ich glaube, oben ist gar keiner jetzt, oder? Ja, doch, die Morgana ist hier, aber wir machen die jetzt gerade mal. Der Xenfau und ich. Ach, und der Rice ist auch noch da. Hallo. Boah, wenn das so viel Action ist, ich sehe ja gar nicht mehr durch, ey. Das ist alles so bunt. Ja, das ist krass. Irgendwann, wenn es dann nur noch laggt oder so, weißt du, dann siehst du gar nichts mehr. Greif schon ganz nicht an, gegen den kommst du nicht so gut an. Doch. Das sind 4. Doch. Bei aller Liebe. Der ist zwar groß, aber alter Scheiße. Du könntest mit der, wenn hast du eine Ulti? Nein. Hatte ich gerade eingesetzt auf den Shogath. Oder wie ist er? Shogath. Oh Gott. Shogath. Die Shogette. Shogette unter den. unter den Süßigkeiten. Nee. Keine Ahnung. Ach ja, süße Morgana. So knuffig. Wollen wir den killen hier? Ja. Ja. Können wir brauchen. Zu viel das rum. Ja, und den bekommen wir jetzt auch. Ja, ich bekomme ihn. Mama, ich habe gewonnen. Nein, habe ich nicht, aber. Ich sollte dir vielleicht auch mal ein paar Kills lassen. Nee, ich bin auch mit den Assists zufrieden. Okay. Ich versuche einfach so wenig wie möglich zu sterben. Das ist mein Ziel. Das ist doch mal schon mal gut. Wie oft bist du gestorben? Ein oder zweimal? Einmal. Oh, sehr gut. Ich bin schon zweimal gestorben. Oh. Ich muss mal zurückgehen und mir gleich was kaufen. Okay. Aber wir machen jetzt immer aus oben mal den Turm. Ah, da, nee, die bekommen wir nicht mehr. Die machen die schon alleine. Du wartest kurz, bis die Minions vorgehen. Oh nee, wir haben nur 3 Minions. Ach, da kommen gleich mehr. Da kommt irgendein. Really sure how to feel about it. Something in the way you move. Oh, daneben gejumpt. Ah nee, daneben geschossen. Kann man den Turm irgendwie ausweichen? Nö. Wenn er schießt, nee. Ich dachte, man kann irgendwie ausweichen, wenn er gerade auf dich raufgeflogen kommt. Nö, bei manchen nicht. Du hast zum Beispiel, es gibt Skillshots, die hab ich. Das heißt, du hast nur so eine Linie angezeigt und du musst damit treffen. Und du musst ja einfach nur deinen Pfeil draufhalten auf die Person und die kommt dann immer an. Das kommt dann ja immer an. Das hast du nur mit deiner Ulti, dass du dich irgendwie, dass du eine Richtung machen musst und dann. Boah, ich habe 1800 Gold, ey. Woher habe ich das viele Gold? Das kriegt man jetzt durchs Killen von Gegnern, oder? Ja, und normal. Du bekommst halt immer Gold, also. Ah, an sich. So, genau. Ein pro Sekunde, glaube ich. Also, wenn du nichts machst. Nee, mehr. Weniger, egal. Keine Ahnung. So, was nehme ich jetzt noch? Beim Warmox-Rüstung. Ja, okay. Was nehme ich jetzt noch? Das hier. Nee, das. Ach, fuck, das wollte ich gar nicht kaufen. Leben. Ah, lauf. Ich häng fest. Ich bin tot. Ja, aber sie hat dich terminiert, das ist schon mal gut. Das heißt was? Das heißt, du hast viele Kills. Okay. Ich habe jetzt knapp 4000 Leben. Wo sieht man das? An sich erstmal unten, wie viel Leben du hast und dann an den Balken.
an deinem. Ein dicker Balken sind 1000. Ein dicker Balken. Und die kleineren Balken sind 100. Ich sehe da nichts. Ich sehe irgendwelche Zahlen. Angriff, Fähigkeitsstärke. Nee, bei dir am Namen, über deinem Namen. Über deinem Spiel. Ja. Komm mal mit runter. Oder wo bist du? Ach, du bist schon unten. Ja, nee, ich spawn gerade gleich. Also ich bin ja gestorben. Das stimmt. So. Dann habe ich ja hier irgendwie 1000. Du kannst auch währenddessen du tut bist einkaufen. Ach so. Ja. Dann dauert das nicht so lange halt. Naja, momentan ist wirklich kein Geld dafür. Also genau in die Minions getroffen, aber egal. Muss auch mal sein. Hab jetzt mit 30 Leben überlebt. 17. Ich dachte, ich hab den gekillt, scheiße. Hast du doch. Nein, oder? Doch, einen Kill hast du bekommen. Ich sollte mal vielleicht die ausmachen, die meine Lebensregeneration gerade hindert. Guck mal, wie viel Leben ich jetzt gerade wiederbekomme. Schwupps, oh mein Gott. Wir müssen hier die Minions. Ey, komm hier rauf! Aber ich krieg kein Leben wieder, oder? Nein, nur ich. Doch, du bekommst auch Leben wieder, aber wenn du volles Leben hast, bekommst du auch kein Leben wieder. Ja. Nee, bei mir geht's auch, das dauert für ewig bei mir, deswegen. Bei dir dauert es ewig. Ich habe auch eine Lebensregeneration von 25 die Sekunde. Das ist mit Mundo ist es krank. Und jetzt guck mal. Schwips, schwips, schwips. Uschi. Ach, die möchte ich jetzt haben. Oh Mann! Elena killt die Lern. Das ist immer schlimm. Aber, guck mal, sie sieht. Ich habe aber auch schon ein paar Assists in dir bekommen. Schau mal hier. Mein Leben. Eben 17, jetzt 2000. Au, ja. Arm eingeklemmt. Kann ich mir schon mein Dings kaufen? Ach nee, ich warte jetzt nur auf die 1000 Gold. Da hab ich keinen Bock. Gut, dieser komische Pfeilhagel, der bringt irgendwie gar nichts. Nice. Boah, wirklich macht er seine Ulti dafür. Alter, der ist so doof. Du meinst das nicht mich, oder? Nee, nicht du. Der Wukong. Der Wukong. Kätzelein. So. Achso. Ja. Nee. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe gerade eine Lebensregeneration von 236 pro Sekunde. Mach ich sie so schön mit dem. Ist Mundo zu stark für euch? Also der Cho'Gath, der ist fast tot, also. Ja, der geht jetzt zurück. Bringt uns nichts. Zeichen Problem, Zeichen Problem, Zeichen Problem, lauf doch mal! Warum hast du ein Problem? Hä? Nee, ich dachte, der Turm schießt auf mich. Ich wollte eigentlich mitgehen mit dir. Ich wollte eigentlich erst mit dir mitgehen, aber irgendwie wurde es mir dann zu eng und dann. Lalala, ich sterbe! Ich sterbe anscheinend doch nicht. Oh, festgehalten. Ich sterbe anscheinend doch nicht. Fuck, 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 ich sterbe. Ich glaube, wir werden nachher noch ein bisschen zocken, die ganze Nacht so ein bisschen durchzocken mit LOL hier. Du? Ja. Ich nicht. Ich hab später was Besseres zu tun. Oh, fuck. Ich weiß auch was. Sorry. Scheiße. Oh mein Gott, lauf. Ich sollte vielleicht nicht alleine nach vorne stürmen, ey. Das ist nicht cool. Geh ich zurück? Ich geh mal schnell zurück. Ich kann mittlerweile, glaube ich, das Dinger kaufen, was auch immer das war. Ich war gerade eben kurz weg, ne? Ich hab dich nicht gehört. Ja, egal. Ich hab alles mit mir selbst geredet. Nee, ich kann mir jetzt dieses komische Ding kaufen, diese Zornklinge oder Klinge des. Klinge der Unendlichkeit. Genau. Kaufen. Zornklinge. Ja. Oha. Die gibt's aber, also, glaube ich, auch. Ich kann ja gleich mit dir mal so ein bisschen. Ich gehe mal mit dir durch.
wie du das machst und wen du als erstes spielst und so. Hm. Mach ich gleich mal mit dir, okay? Ja. Wie lange geht eigentlich so ein Spiel hier? Eigentlich nicht so lange, aber... Ja, frag mich gerade, das sind schon 42 Minuten, deswegen. Ja, das kann nur... Also mein längstes Spiel bis jetzt waren 3 Stunden. Was? Oh mein Gott. Ja, kann ich gar nicht hochladen, Alter, das dauert ja ewig. Ja, jetzt ist halt ein paar Parts hoch. Ja. Nee, ist halt so, dass du, da unten sind bei dir gerade ein paar Gegner, ne? Naja, ich merke. Ich komme runter. Es ist halt so, dass, gegen Bots ist es halt schon relativ, es zieht sich halt hin. Hm. Gegen normale Gegner könnte man jetzt sagen, dass wir jetzt schon Fremde werden. Weil wir entweder tot wären oder die uns zerschmettert hätten. Ja. Muss man halt immer schauen. Ich würde mal sagen, du spielst Ashy ganz gut. Die ist auch relativ günstig. Die kaufst du dir auch mal. Das ist eigentlich ganz gut, weil sie ist ein relativ leichter Champ. Und der wird ja auch im Tutorial oder so auch halt auch angeboten, weil sie halt auch sehr einfach zu spielen ist. Ja. Ich werde erstmal gegen Bots einfach nur ein bisschen ein paar Runden zocken, weil ich glaube, online macht es wenig Sinn momentan. Nein. Auf aber gar keinen. Das will ich. Das macht das erst ab Level 6 oder so. Weil man kann ja auch gegen Bots aufleveln oder was? Ja, natürlich. Ach so. Natürlich. Du bekommst durch jedes Spiel, was du machst, bekommst du halt die verschiedenen Erfahrungen halt. Ja. Das ist natürlich so. Also du bekommst auch. Du levelst auch durch Bot-Games. Was ich auch ganz gut finde. Weil vor allem für am Anfang ist es echt schön, weil du spielst halt nicht sofort gegen Leute, die wirklich. Manche spielen echt hässlich. Das ist echt nicht mehr schön. Und deswegen, wenn man sich. Doch, danke. Ich gehe mal kurz zurück, ich habe genug Geld. Du kannst versuchen, die hier ein bisschen anzuhauen oder so und dann. Oder du kommst mit da zurück. Da sind gerade 4 Champions, ich glaube, das mache ich nicht. Ja. Ja, okay, wenn ich so. Ich habe momentan jetzt auch 6 Kills. Super. Ja, das so. Ist mit Ashy einfach. Aber es ist schon gut. Es ist. Nee, das ist echt gut. So, was kann ich so mir kaufen? Leben. Ich habe erst 4800 Leben. Die Idee, was ich mir kaufen soll? Ich kann mir auch Sachen doppelt kaufen, oder? Wie Riesenschwert oder sowas. Ja, genau, aber das müsstest du jetzt eigentlich nicht machen. Warte, ich sag dir mal gerade, was du kaufst. Du kaufst dir jetzt, für einen Schaden. Brutalisierer. Du kaufst dir jetzt, den Phantomtänzer. Phantomtänzer, okay. Na. Die Nummer auf Leben. Und muss ich noch ein bisschen warten? Oh Gott, fehlen mir noch 1000. Egal, kannst du erstmal kleinere Zeile davon. Ach kaufen. Ja, stimmt, ich vergesse das immer wieder. Muss ich auch diesen Dolch kaufen und diesen Handschuh und so, was ganz unten ist? Da sind irgendwie so viele Sachen. Das ist ein großer Baum irgendwie. Also unten, dann eine zweite Reihe und ganz oben ist halt dieser Phantomtänzer. Ja, genau, du kannst ja alles da. Also du kannst dir, die kannst du aufeinander aufbauen. Das heißt, dass die Teile aus dem Phantomtänzer aufgebaut sind, nochmal aus Sachen zusammengesetzt sind. Okay. Das ist dann immer so ein Haken, wenn ich die habe. Oh, das ist so ein Haken, glaube ich. Ein Haken? Ja, da war eben so ein Haken, wenn man die kaufte. Ah ja, genau, dann sind die schon. Wo laufen die hin? Die sind so blöd. Warum laufen die jetzt da runter? Ich laufe da mal mit. Ach Gott, sind die blöd. Jetzt gehen die ganzen. Gehen jetzt. Alle auf die Minis. Ja, und du und die. Und die anderen gehen ins Bot. Ich komm Bot. Oh mein Gott. Hier sind zwei so eine. Ah ne, ich dachte gerade, das wären 2 Cho'Gaths. Geht ja nicht. Nee, es wäre ein bisschen komisch. 2 Cho'Gaths. Oh, 2 Cho'Gaths. Auch schon nice. Warum wollen die immer zu mir? Weil du weniger Leben hast als ich und du leichter down gehst. Auch nochmal! Ja, du kannst ja nochmal drauf.
So, jetzt wird viel hin und her geklicke hier. 100 pro. Wirklich? Gar nicht. Das ist alles geskillt. Das ist Killspiel. Doppeltötung, das ist wunderbar. So muss man das spielen. Da, nee, das ist schon mal gut, dass du so spielst mit ihr. Das ist gut. Ich darf mich da nicht so viel drüber aufregen, weil ich sollte Support spielen. Aber ich bin dann so. Nee, das ist echt gut. Kannst du echt froh sein, also kannst du echt glücklich sein, dass du anscheinend gut mit ihr klarkommst. Ich bin einfach... Liegt natürlich aber auch am Lehrer hier, also ohne dich hätte ich natürlich... Oh, danke. Ja. Wahrscheinlich hättest du dir 5 Paar Schuhe gekauft, die Schuhe so hübsch. Erstmal shoppen, ein paar Schuhe. Ich hätte gerne die hochhackigen und die von Armani. Genau. Oh Mann. Wirklich. Scheiße, ich muss zurück. Fuck. Nein! Der war fast down, auf einmal hat er so viel Leben gehabt. Das war voll scheiße. Hat sich halt geheilt. Gibt's da irgendwie so einen krassen Trank irgendwie, der mich richtig krass heilt? Du hast auch heilen dabei. Ach so. Auf deinen. Du hast bei D und bei F hast du heilen. Gut, dass ich das noch nie benutzt habe. Oh Mann. Hab ich aber auch vergessen, dir zu sagen. Nett. Ich muss gleich mein Handy laden. Interessiert dich total, aber egal. Kann es sein, dass wenn man sehr häufig stirbt, dass irgendwie die Zeit immer länger wird, die abläuft? Oh mein Gott. Manchmal sitzt du da 1,5 Minuten und wartest. Oh. Kannst in der Zeit aufs Klo gehen oder dir was zu essen holen, wenn es mal länger dauert. Ist eigentlich ganz gut. Sehr krass. Ja. Phantom, wo war das Phantom-Dinge? Phantom. Tänzer. Stachel, Phantomtänzer da ist. Phantomstachel. Oh Gott, das hört sich mies an. Phantomstachel. Da liegt im. Oh. Nein. Ich habe jetzt diese Bilder im Kopf. So, ich lebe wieder. Sehr gut. Fuck. Ich glaube, dieses Heilen bringt bei dir nicht mehr viel, oder? Weil du so viel Leben ich hast. Ich habe kein Heilen. Ach so. Ich habe kein Heilen dabei. Was ist denn eigentlich dieses Geist? Bin ich da unsichtbar oder was? Nee, du bekommst Sachen, also du bekommst Mana dazu. Schaff das nicht gegen die drei. Bist du in der Mitte oder wo? Ja. Du kannst auch auf die anderen Lanes gehen, du musst nicht immer nur Bot sein. Das heißt, wenn du siehst, okay, ich bin in der Mitte alleine oder es sind auf der Top sind welche alleine, dann kannst du auch auf die anderen Lanes gehen. Ab irgendeiner Zeit ist es vollkommen egal, auf welcher Lane du bist. Ich bleib trotzdem unten, weil es gibt da ein bisschen Action. Hier Mitte geht auch gut. Haben wir zwei Wukongs in unserem Team? Nein. Es ist auch der kann sich ein Ebenbild von sich erstellen. Okay. Das ist halt, das sind dann die verschiedenen Fähigkeiten, die man dann im Laufe der Zeit mitbekommt. Ich habe noch nie Wukong gespielt, aber ich weiß, was er für Fähigkeiten hat. Ja, weil ein Kumpel von mir wollte mir mal LOL beibringen vor 2 Jahren oder sowas. Der hat immer Wukong genommen. Oder halt häufig Wukong. Okay. Wukong, okay, es ist jetzt nicht mein Lieblingschampion, aber klar kann man spielen. Wie gesagt, ich habe ihn noch nie gespielt. So, das haben wir auch erledigt. Also ich stehe jetzt unten in der Lane an der Seite irgendwie im Gras und wir sind gerade 3 Champions vorbeigelaufen. Ich komm runter. Also ich warte jetzt erstmal hier. Ja, geh da schon rauf. Die sollen nicht, die kommen gerade irgendwie in die Mitte oder so, keine Ahnung. Oder gehen runter zum anderen Turm. Auf jeden Fall sieht man sie gerade nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Und sie sind in der Mitte. Und ihr geht hin. Oh Leute, ihr seid so blöd, geht wieder in die Mitte. Mann, ich war so bad. Das ist wirklich so bescheuert. Weißt du, die Leute laufen wie, in die Mitte, die Bots jetzt, laufen erstmal runter. Wenn du jetzt online spielst, wie kann man sich denn vorher irgendwie einigen mit den Leuten, wer was macht, wer wohin geht und so? Das schreibt man im Chat. Davor okay. Gibt es einen Chat und dann sagt man, okay, ich will Bot gehen, ich will Top gehen und dann muss man sich halt sozusagen einigen da drauf. Manchmal gibt es auch richtig Streitereien. Naja. Das ist echt krank. Was schon mitbekommen. Wolltet ihr mal bitte in die Mitte kommen? Wir sind 4. Hallo. Also geht jetzt auch so in die Mitte, ja? Okay. Ja, du gehst... nee, die kommen gerade runter. Ihr geht trotzdem in die Mitte. Ah, hab gerade wieder weggeklickt. Okay.
Diese komischen Zeichen da, ist irgendwie so ein rotes, was ist denn das? Irgend so ein rotes Gesicht da oben irgendwie? Ist das ein. Rotes Gesicht? Ein Monster? Naja, irgend so ein. Was ist denn das? Wir können beschreiben, irgend so ein. Wie so ein Fuchs oder so sieht das aus. So eine gelbe und so ein rotes auf der Karte. Ach so, ja, das sind die Sachen im Jungle. Okay. Das rote ist bestimmt das stärkste. Das ist der Nashorn, der Baron. Das andere ist der etwas größere, der noch einer, der auch gelb ist, aber der größer ist. Das ist der Drachen, da bekommst du auch gelb. Und dann gibt es halt auch noch den verschiedenen Red, Blue Buff und so ein Zeugs, aber das brauchst du jetzt noch nicht zu wissen. Ja. Das bringt dir jetzt erstmal hier noch nicht so viel. Also eigentlich schon, aber du brauchst es jetzt hier nicht. Das ist eigentlich. Mann, ich will auch mal einen Turm zerstören. Ich schieße auch mal raus. Das bringt ja eigentlich nicht. Also. Bringt dir relativ wenig. Also, wir bekommen alle Geld dafür. Also. Ach, danke. So, ich gehe kurz zurück. Okay. Soll ich in der Mitte bleiben oder nach unten gehen? Ja, schau, hier sind die ganzen Gegner. Bleib in der Mitte. Du kannst auch ruhig da drauf. Ist irgendwie ein Busch irgendwo, oder? Nein. Du darfst dich nicht immer zurückziehen. Ich komm gleich wieder. Du bleibst so weit auf Abstand. Ja, ich bin gleich tot, ich bin tot. Wenn hin und her laufen, lügen. So, okay. 70 Sekunden, oh, das gibt's doch nicht. Ja, schau, du kannst kurz aufs Klo gehen, wenn du magst. Nee, muss ja gar nicht. Dann sitze ich da und presse und da kommt nichts. Oh. Ich hab Sonnenbrand bekommen, ne? Sonnenbrand die letzten auf Tage. Klo. Ja, beim Kacken. Am Arsch. Oho. Nee, ich war ja im Boot fahren jetzt die letzten Tage. Auf dem See und das war extrem krass. Also, ich hab sonst noch nie Sonnenbrand bekommen. Das war das erste Mal. Du als Schokoböhnchen. 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 Und dann schön nach dem Duschen mit so einem rauen Handtuch abgerubbelt in den Rücken und. Ah, oh, das hat dir brand. Schön. Mit einem braunen Handtuch. Mit einem rauen. Ach so. Mit einem braunen Handtuch, ja. Braun! Das war jetzt natürlich nicht so von mir gesagt. Oh, ich habe 3000, siehst du. Ja, du musst immer ein bisschen achten, wie viel Geld du hast. Ja. Aber man kann nicht unendlich Sachen kaufen, oder? Nee, nur 6 Items. Okay. Ich habe noch 2000, was krieg ich noch? Kaufen, irgendwas Geiles, was Schaden macht. Du kannst dir... Brutalisierer. Schau mal bei Schaden oder kritischer Schaden. Oder was wird dir denn empfohlen? Achso, empfohlen wird mir... Ja, dasselbe wie vorhin. Ja, ist ja egal. Kannst du ja trotzdem kaufen. Laufstief. Nein, schau mal an, was ein bisschen Schaden macht. Kannst da drauf schauen und sehen, was das macht. Achso, hier zum Beispiel, okay. Ja, das ist ja ganz gut. Was ist das? Statix-Stich oder Statix-Stich. Ja, genau, nimm den mal. Da brauche ich die Handschuhe und das. Nee, einfach irgendwas gekauft jetzt. Was immer. Mitte oder unten? Mitte. Mitte ist am wichtigsten gerade. Alter. Ja, stimmt mal nicht schlecht so rum. Oh, was? Du hast rumgestimmt. Wer, ich? Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich frage dich ja. Ich hab nichts angestellt. Also nicht wissentlich. Darauf. Yeah! Immer auf die bekommen wir noch. Die bekommen wir noch. Ja, ich hab noch ein Assist bekommen. Mhm. 11 Kills, würde ich mal sagen. Wow! Sehr gut! Nee, das ist echt geil. Es ist schön, dass du die so. Das kommen die gerade von hinten. Oh mein Gott. Nein, ich renne genau rein. Das macht Gold. Achso, okay, ich habe Angst. Oh nein, dieses Festhalten ist assi. Verstummt oder verstümmelt? Was stand da gerade? Nee, verstümmelt nicht. Verstummt. Verstümmelt. Ich wurde gerade verstümmelt. Guck mal, Leben. Kann ich gucken, ich bin gerade im Kampf. Ich bin im Blutrausch, bin ich. Weil ich so geil bin. Na ja.
Ich hab dir eine Karte geschrieben. Ja, die kam aber noch nicht an. Ich weiß, die kommt erst in einem Monat. Oh mein Gott, wo renn ich hin? Renn doch halt nicht dahin. Ja. Die kommt wahrscheinlich erst in einem Monat an. Dafür kann ich aber nicht. Ja. Danke. Okay. Guck, jetzt hast du auch mal einen Turm zerstört. Ja, der ist ein Turm kaputt, das, der kann nicht wieder ganz gemacht werden, oder? Nee, der ist der, okay, nur der, aber diese, die Dinge, ja. Nein, hau ab. Will ich nicht. Wie geht ich wieder hin? Ja, weiß ich nicht, warum. Ich dachte, ich krieg jetzt noch einen, aber... Nee, nee. Nicht über jetzt mich werden. Wie viel Geld hast du? 2, 3. Oh mein Gott. Geh zurück. Keine Ahnung, warum ich hier stehe, aber die bekomme ich gar nicht. Ja, mir sagst du immer, ich muss immer in den Busch gehen, ne? Ach, Manu. Schade. Soll ich dir helfen? Nö. Den kriegen wir, den kriegen wir. Kriegen wir? Oh, oh, zurück. Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt renne ich irgendwie durch den Dschungel durch. Ganz alleine. All along there was a fever. Hilfe. Ich arbeite am liebsten aus der Ferne. Ja, und Gnade sollte man nicht mit, welche verwechseln. Oder was sagt sie noch? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Spielst du auch auf Deutsch? Ja, ja, klar. Ich habe mir mal überlegt, ob ich es nicht auf Englisch anfange, aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Weil ich nicht so gut damit klarkomme. Alter, wie viel... Scheiße. Oh mein Gott! Ha! Wie war heilen? H, D, D. Oh, Hilfe, ey. Erste Mal eingesetzt jetzt. Ist natürlich geil, man müsste öfter mal heilen einsetzen. Ja. Wäre sinnvoll. 5500 Leben. so ein bisschen. Ja, ich hab nicht mal 2000. Ja, ich. Aber das, bei Mundo, je nachdem, wie viel er Leben hat, wie die anderen Leben hat, macht er Schaden. Das heißt, je mehr Leben er hat und je mehr Leben die anderen haben, desto mehr Schaden macht er. Deswegen hole ich mir nur auf. Geht man mit Mundo eigentlich nur auf Leben. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Fähigkeitenstärke, weil es einfach nett ist, ein bisschen Schaden reinzusetzen. So, wir können hier mal pushen. Okay. Wir pushen hier. Das ist es. Weil dann. Wir spielen jetzt schon fast eine Stunde. Ich glaube, die erste Runde, die ich mal getrunken habe, geht eine halbe Stunde oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kamen die denn jetzt her? Von hinten? Alter. Ich bin gerade gegen vier. Ja, du hast aber eine Menge Energie, also. Energie. Leben. Energy! Oh, ich muss noch 60 Sekunden warten, ey. Das war so ein Hackebeil da irgendwie, so ein riesen... Ja, das ist mein Fleischermesser. Ich bin doch der Irre aus dem, Irrenhaus. Es passt irgendwie ein bisschen zu mir. Ja, den mag ich, den so. Ich bin nicht aus dem Irrenhaus entflohen, die haben mich rausgeschmissen. Mein Schwerstbekloppte nehmen wir nicht auf. Deswegen wurde ich wieder weggeschickt. Den bekomme ich bitte, bitte, bitte. Ich will den so gerne haben. Mann, Ritze, Mensch, komm. Ritze oder Schock? Ich will einen von den beiden haben. Mann! 18 Sekunden noch. Es fällt dir. Gib gleich meine Ulti. Was macht die? Also, wie sieht die aus? Ich bekomme 20% meines aktuellen Lebens abgezogen. Ach ja, hast du das ja. Und dann bekomme ich 40% des maximalen Lebens wieder. Hm. Das heißt, richtig viel Life. Ende. Ich sag mal, fast die Hälfte. Das heißt, ich bekomme über. Ich bekomme so knapp 2000 Leben wieder zurück. Pushen wir? Ich mache jetzt erstmal hier Toskana. Und jetzt hole ich mir gleich erstmal mein Item, mein letztes. Also, oh shit, ich geh zurück. Aber geh nicht zurück zur Base, wenn du nicht. Nee, nee, ich hock hier irgendwo im Busch. Du bist ja auch schon voll. Nee, du kannst ja Dorians Klinge noch verkaufen. Ja, mach ich gleich. 6100 Lebens.
Ich will nicht wissen, warte mal. Wo sieht man das? Lebensregeneration. Ah, scheiße, ich hätte noch... Warum gehe ich da nicht mit? Oh, fuck, ich hätte noch killen können, ey. Ich bin so dumm und renn zurück. Ich habe Lebensregeneration pro 5 Sekunden sind 174. Das heißt, ich bekomme in der Sekunde... Also knapp 30, 40 Leben. Du läufst aber auch so geil, ey. Ich bin Lila. Dr. Mundo. Ich habe eine Lebensregeneration pro Sekunde von 34. Boah, wirklich. Ich bin ja sicherlich. Oh, komm, nee, wir machen nicht die Power. Ah! Hilfe! Was machen wir? Fuck, wo soll ich hin? Scheiße. Auf irgendwen ist drauf. Ja, nee, auch. No. Oh mein Gott, ich hab die falsche Taste gedrückt, oder? Nee, war richtige Taste. Wurde ich doch getötet? Ja, ich bin geheilt. Oh, oh, armes Putschut. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Voll nicht, ey. Natürlich, du bist. Hallo? Hörst du das nicht? Warum denkst du, dass mir das nicht leid tut? Jetzt muss ich noch so 50 herzlos. Sekunden warten. Ich will dabei sein, wenn ihr alles kaputt macht da vorne. Mal schauen. Du bist gleich tot. Nö. Doch. Mit Mundo sterbe ich nicht. Ich habe noch über 1000 Leben. Du bist gleich tot. Jetzt habe ich gerade wieder... Drei... noch was. 3000. Ja. Mundo, gehen, wo er will. Ich bin voll equipped. Und ich habe wieder... Ach ja, ich wollte irgendwas verkaufen, hast du gesagt, ne? Die Dorians Klinge. Wenn du wieder Geld hast, kannst du die Dorians Klinge verkaufen, weil dann kannst kommt du... Kommt 3000. Ja, klar, kauf dir was. Okay. Ja, verkauf Dorians Klinge oder Domians Klinge. Ich sag immer Domians Klinge. Und dann machst du das so und dann so und dann so und dann... Marik. Machst du? Was Kovic mir jetzt hier? Schutzengel? Keine Ahnung. Nee, du kaufst dir nochmal Klinge der Unendlichkeit. Warte mal. Die steckt sich, ich sterbe. Was anderes. Sterb doch nicht. Also ich komme jetzt auch mal wieder. Ja, ja, wäre immer nicht schlecht, ne? Ja. Der Shogat hat nur 2700 Leben. Das ist aber auch ein Tank eigentlich, oder? Ja. Aber der geht halt auf Rüstung und ich nicht. Ich gehe nur auf Leben. Eigentlich soll ich auch auf Rüstung gehen, aber ich gehe nur auf Leben. Ich habe heute mal Lust gehabt, nur auf Leben, also wirklich nur rein auf Leben zu gehen. Ich habe gerade eine Lebensregeneration von 350 in der Sekunde. Oh mein Gott, ich habe aufgepasst. Oh mein Gott, ich bin nicht tot. Ich bin einfach reingerannt. Scheiße. Schon ganz geil, oder? Ich möchte mich aufladen, ich möchte mich aufladen. Irgendwie Schiss reinzurennen, weil ich dann bestimmt auf die aufs Gesicht kriege. Irgendwann. Alter, jetzt ist aber jetzt ist gerade zu viel. Ich sehe gerade nichts mehr. Ich sehe hier nicht mehr durch. Party rockin' in the house tonight. Everybody just have a good time. Where we make a little mind. Ich bin tot. Ich hab meinen Charakter gar nicht mehr gesehen, ey. Egal, ja gut. Zum Schluss irgendwie dreimal gestorben oder so. Ja, wahrscheinlich, du hast aber mehr Kills als ich. Aber es ist auch kein Problem. Bei Mundo macht nicht die Kills. Mundo ist da, um zu überleben.